Der Chemnitzer FC mit einer glorreichen Vergangenheit, großen Erfolgen. Man ist 67 Meister geworden in der DDR. Und man hat zum Beispiel im Dezember 92 den fünfmaligen Pokalsieger Werder Bremen geschlagen. Damals mit Otto Rehhagel. Da stand es 0:0 nach 90 Minuten. Dann das 1:0 durch Olaf Rendim. 4 Minuten später das 2:0 durch den Mittelfeldregisseur Steffen Heidrich folgte. Olli Rex sah da nicht so gut aus. Immerhin schaffte dann ein gewisser Klaus Allofs hier das Ehrentor in der letzten Minute. Trainer war übrigens, richtig, bei Chemnitz, Hans Meyer,